Und wenn man dann reinfällt, ist man dann in der Regel eigentlich auch tot. Junge, verarsch mich jetzt nicht. Ich fühle mich jetzt echt langsam ganz schön verarscht von dem. Vor allen Dingen sind die auch miteinander verbunden, also verstehe ich gerade den Anliegen hier nicht, warum es nicht funktionieren soll. So. Und jetzt starte ich mal neu. Eventuell hat es jetzt genommen. Nein, er hat es wieder nicht genommen. Das ist doch nicht normal. Also ohne Scheiß, also das ist was, was ich jetzt irgendwie nicht so ganz verstehen kann. Oder brauchen wir vielleicht... Ah. Jetzt hat es genommen. Also musst du es jetzt mittlerweile genau auf die Ecke stellen. Früher musstest du einen links daneben stellen, jetzt musst du mittlerweile genau auf die Ecke stellen. Eieieiei, schwere Geburt. So, ich brauche jetzt hier aber keine Transport Pipe. Die Transport Pipe muss oben rauf. Halt. Oben rauf. Genau. Und die Stromzufuhr. So haben wir ja auch goldene. Sicher ist sicher. So, dann machen wir nämlich jetzt hier die Wooden Kinesis hin. Trottel. Die Wooden Kinesis dahin. Und dann können wir nämlich an die Wooden Kinesis überall die Sterling ranhauen. Einmal, zweimal, dreimal, viermal. Genau. So. Und dann braucht man nämlich hier noch eine Diamond Pipe, die das Ganze filtert. Dann brauchen wir die Void Pipe, die ja unsere Items löscht. Okay, also gelber Ausgang. Gelber Ausgang, kommt hin. Sand. Sand, gelber Ausgang. Sand. Erde. So, ich habe natürlich keinen Cobblestone dabei, das ist natürlich auch etwas ätzend. Aber egal. Können wir dann auch immer noch einfügen. Jetzt machen wir noch hier noch eine Golden Transport Pipe, die das Ganze noch weiterführt. Und dann eine, die es nach unten führt. So, und dann schließen wir jetzt nämlich hier die Kisten an. Wir haben 6 Kisten mitgenommen. 1, 2, 3. Mit der Pipe dürfte sich ja nicht verbinden. Nee. So, so und so. Gut. Dann lade ich jetzt nämlich hier überall, wo er einlagern kann. Gut, dann würde ich sagen, können wir nämlich jetzt hier auch mal wieder ein Gas geben. Rein theoretisch, wenn ich jetzt hier einen Erdblock hinsetze, kann ich jetzt mit einer Redstone Torch alle drei antreiben, oder? Schauen wir mal. So, einmal das da rein. Einmal das da rein. Ich glaube, der will sogar einen Schalter haben. Dann kriegst du einen Schalter, Junge. So. So. Halt. Her hier. Und so. Achso, du brauchst noch... Du brauchst noch wegen Feuerungsmaterial. Gut. Okay, na dann fängt der hier schon mal an. Dann läuft das hier schon mal, würde ich sagen. Ja, wir produzieren jetzt zwar bloß 4 MJ, aber ich meine, die Kohle hält halt relativ lange, ne? Ich muss auf jeden Fall jetzt hier noch irgendwo einen Cobblestone herbekriegen. Ich habe nämlich keinen Bock, dass der mir jetzt hier... Du bist doch kein Cobble, oder? Was bist du denn? Salz. Okay.
Naja, der kann, ich kann das ja nachher dann auch rausfiltern. Ich gehe ja dann sowieso nochmal zurück, bevor die dann hier richtig loslegt. Und außerdem ist ja die Stromversorgung, die jetzt da ist, ist ja auch nicht so prickelnd, also nicht so riesig, dass der jetzt hier uns dann innerhalb von kurzer Zeit das ganze, die ganzen drei Kisten voll knallt. So. Ideal. Da haben wir ja schon mal die Quarry gebaut. Ich hoffe, die bringt mir jetzt dann auch ein bisschen Kupfer. So, und jetzt machen wir hier mal ganz kurz einen Cut und sehen uns gleich wieder. So, das haben wir wieder, haben die Cut beendet. War genau ein Minecraft-Tag. Ich habe mich jetzt gerade nochmal schnell hingelegt. So, dann schauen wir mal. Na, erstmal die Apfel da reinhauen. Gut. Dann würde ich auf jeden Fall sagen, müssen wir uns auf jeden Fall um mehr Energie bemühen. Aber wie gesagt, wir brauchen erstmal Kupfer. Also Kupfer ist momentan erstmal oberste Priorität. Hier muss ich dann später auch noch so eine MK2 hinbauen. Weil das regt mich ein bisschen auf, immer mit dem Schlüssel drauf drücken zu müssen. So. Wir brauchen... Was denn? Schon echt viele Sachen, muss ich sagen. Aber nicht das Richtige. Die richtigen Items fehlen uns halt noch ein bisschen. So. Was suche ich jetzt? Achso, ich suche Kohle. Ja, Karkohle habe ich ja wirklich fast nichts mehr. So, dann fällt mir aber gerade noch was ein. Gibt's denn hier? Ja, dich gibt's hier. Mine Factory Reloaded. Okay, dafür brauchen wir wieder Copper. Der Rest ist kein Problem. Weil, dann würde ich nämlich sagen, bauen wir uns nämlich auch eine Baumfarm. Wie ich es jetzt in den anderen Mods, in den anderen Spielen auch schon gemacht habe. Die finde ich nämlich richtig effektiv, diese Farm. Also die macht richtig Laune und geht auch richtig fix. Aber da wäre natürlich eine ordentliche Stromversorgung vorher auch schon mal nicht schlecht. Und die Frage ist halt auch wieder, wo bauen wir die dann hin? Aber das kriegen wir dann schon. So, Macerator, du kannst eigentlich gleich mal, genau, Coal Dust haben wir jetzt wieder irgendwas gemacht. Das hauen wir jetzt gleich mit da rein. Weil ich werde, glaube ich, oben einen kompletten Solarpark aufbauen aufs Dach. Was muss, das muss. Man kann dann auch die großen Arrays draufbauen. Dann sind wir dann auch auf der Energiezufuhr, die wir sonst immer so kennen und hatten. Ich frage mich trotzdem immer noch, für was diese Teile sind. Ob die irgendwas zu sagen haben. Aber eigentlich egal, für uns sind es momentan kostenlose Gold und Lapis Lazuli Lieferanten. Das Lager werden wir die Tage auch mal noch mit erweitern. Hier gibt es noch so viel zu tun in dem Mod, das ist noch so Wahnsinn. Aber dich werde ich schon mal da rein tun. Wenn wir dann nämlich genug haben, können wir dann nämlich dann auch ein bisschen, oder beziehungsweise können wir gleich mehrere machen. Rolling, und zwar brauchen wir dann jetzt, in der Zeit, wo der denn brennt, können wir das mal machen. Iron 64 haben wir nicht, aber 57 können wir nämlich gerne mal noch hier einen Stack Eisen rausziehen, weil ich denke mir mal, jetzt von der Quarry wird dann eh mehr als noch kommen. Hier sind noch Kupferkabel drin. Oh, du machst jetzt bitte mal solche Platten. Haben wir noch 12 Kupferkabel.
So, okay, du bist auch fertig. Jetzt hauen wir das mal ins... Halt, warte mal, Mazerator dicht da rein. Und dann haben wir den Rest erstmal wieder ins Lager. Brauchen wir jetzt erstmal nicht mehr. So, siehst du, wir könnten uns jetzt eigentlich gleich mal noch einen Cobble mitnehmen, den wir noch in den Filter reinschmeißen. Und zwar einen Cobblestone brauchen wir. Einen Sandstone brauchen wir. Denke ich mal, würde auch mehr als genug ausbauen. Und Gravel können wir auch mal einen mitnehmen. Das sind alles Sachen, die braucht er nicht rausbuddeln, beziehungsweise halt, wenn er sie rausbuddelt, kann er die gleich löschen. So, dann checken wir mal wieder hinter zur Quarry. Da klappert schon wieder so ein blödes Skelett hinter mir. Aber es soll er doch klappern. So. Was ist das für eine Soße? Ich wette, die Soße tut mir bloß wieder weh. Ja, ist ja doch schon relativ weit gekommen. Müsste jetzt eigentlich gleich loslegen, ne? So wie es ausschaut. Denke ich mal, legt er jetzt gleich los. Aber ich glaube, mit den Maschinen, mit den Sterling, betreiben wir die, glaube ich, eine ganze Weile. Und die muss ja nun auch nicht in einer Wahnsinnsgeschwindigkeit abbauen. Das reicht ja so. Jo, er baut sie gerade auf. Ideal. So, also Gravel braucht man nicht, Cobble braucht man nicht und Sandstone braucht man auch nicht. Und den Rest kann er uns eigentlich einlagern. Obwohl, diesen Scheiß hier brauchen wir auch nicht. Ja, das kann er. Egal, soll er reinschmeißen. Kann man dann immer noch rausnehmen. Na, heiß werden die Maschinen auch nicht. Ideal. Ist zwar jetzt auch nicht die Massengeschwindigkeit, die er jetzt hier durchjagt, aber egal, das reicht schon. Ach so, okay, die zerstört er so noch mit. Gut, dann passt's ja. Okay. Schön, schön, schön. Das hier fällt mir. Müsste ja eigentlich rein theoretisch dann auch gleich loslegen. Was mich nur ein bisschen wundert, die konnte man doch früher bloß 20 Chunks groß bauen. Weil jetzt hat er mir ja 25 Chunks gebaut. Kann man die vielleicht jetzt so ein bisschen größer machen? Aber ich glaube, dass die Größe reicht auf alle Fälle, also mehr braucht man wirklich nicht. So, schauen wir da drüben nämlich gleich noch ein bisschen. Bisschen hiervon, das können wir gerne mitnehmen. Hallo Schwein. Wow. Voll der Riesenbusch. Oh, ein trauriges Schweinchen. Habe ich jetzt gerade Lava gehört oder habe ich mich jetzt gerade verhört? Ich glaube, ich habe Lava gehört. Ist auch blöd. Ich glaube, den Mod müssen wir auch mal noch ein bisschen nacharbeiten, weil irgendwie ist es, muss ich mich dann hier wegdrehen, damit er mir das abbaut. Obwohl ich auch sagen muss, ist ja dann sowieso eigentlich Rille, weil wir ja so oder so dann die Baumfarm bauen. Toll, sind da oben zwei Stück hängen geblieben. Also von dem her ist eigentlich Rille. Wenn wir dann die Baumfarm haben, ist dort eh egal. Du bist auch ein armes Schwein, schaust aus wie eine Kuh. Zumindest von der Farbe. So. Ich glaube, die Baumfarm könnte man eigentlich rein theoretisch hier unten bauen, ne? Glaube ich, recht cool da unten. Hier, warte mal, bevor du jetzt hier weiter rumstehst. Nehmen wir dich mal mit. So.
trotzdem sehr komisch, diese Teile. Ist hier sozusagen einfach Geschenke, die hier rumstehen. Du blödes Huhn, bist jetzt wohl hinterher gelatscht. Unser Weizenfeld ist auch voll. Herrlich. Läuft ja richtig, richtig gut hier. Ein Dach müssen wir uns irgendwann auch mal noch oben drauf knallen. Bei Gelegenheit. Obwohl ich fast schon sagen würde, ich würde glaube ich fast ein Flachdach lassen. Allein schon wegen den ganzen Solarzellen. Denke ich mal, würde es schon fast besser sein, wenn wir hier sogar ein Flachdach drauf lassen. So. Das Jungle Wood können wir da wieder durchjagen. Das brauchen wir jetzt noch. So, das kann man alles wieder einlagern. Die Car Coal nehme ich mir nochmal mit. Ich kann mal einlagern, das braucht man nicht mehr. So. Da ist wieder das Inventar aufgeräumt. Und wieder genau richtig zum Ende des Tages nach Hause gekommen. Läuft ja. Ich muss gleich wieder ins Bettchen schmeißen. So. Oh. Hier gibt es Energieknappheit. Könntest du euch mal ein bisschen unterstützen da? So. Gut. Dann würde ich sagen, wir schauen nochmal hinter Richtung Quarry. Weil ich möchte gerne wissen, welche Geschwindigkeit die läuft. Nicht, dass wir uns jetzt hier vorne irgendwo ein neues Projekt aussuchen, was wir jetzt bauen. Und dann baut die dann in so einer Arschgeschwindigkeit ab, dass wir innerhalb kurzer Zeit voll wären vom Lagerplatz. Aber ich glaube es noch fast nicht, weil ich fülle da ja eigentlich 90% oder 95% der Items sowieso raus. Also gehe ich mal stark davon aus. Oh, auf jeden Fall legt sie schon los. Ja gut, die Geschwindigkeit ist halt etwas dürftig. Aber Vorteil ist, sie läuft jetzt konstant und macht jetzt immer ihr schönen Job. Dann passt das auch. Ja, das passt schon. Kann man vielleicht später mal noch was dazwischen schließen. Was ist jetzt hier schon wieder los? Ich glaube, heute ist mal wieder so ein Tag, wo mich mein Aufnahmeprogramm nicht mag. Wenn man es kurz anhält und dann wieder startet, dann geht's mit einmal und... Aber naja. So ab und zu könnte man es dann doch ein bisschen... sozusagen fressen. Okay. Dann würde ich jetzt sagen, machen wir uns jetzt mal Richtung... ich schau mal, was ich alles brauche. Vielleicht habe ich alles da für den Planter und für den Harvester. So, ja, der ist auch alles fertig. Der macht sich schon noch schön gemütlich Eisen. Okay, so, dann schauen wir mal den Planter. Ach so, da brauchen wir den Stil. Wie kriegen wir den Stil hier? Smelting, Steel Dust. Redstone Furnace, Induction Smelter, Alloy Smelter, Blast Furnace. Liquid Table Casting. Ja, ich glaube, ich brauche bald das Liquid Table Casting. Hm.
Induction Smelter. Alloy Smelter. Blast Furnace. Was haben wir denn für die Blast Furnace alles? Blast Furnace. Ist das alles? Ist das wirklich die? Da bin ich ja jetzt mal gespannt, das versuche ich jetzt mal. Das, ich glaube, das ist ja nicht, das ist ja ein bisschen, das wäre fast zu einfach. Das wäre ja fast etwas zu einfach. Wenn es wirklich jetzt die wäre. Reicht ja sogar schon. Also irgendwie mag mich Fraps heute nicht.